Guten Tag, Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 94 Grad. Bei der letzten Folge stehen wir in 240 Meter Höhe vom Pariser Eiffelturm. Wie hoch ist der oder wo sind die 240 Meter? Entweder wir tippen ein bisschen höher. Da ist natürlich ein bisschen, ja. Okay, dann tippen wir ein bisschen weiter runter. Und schauen wir mal, wo hier nur die 200. Ach, kommt schon. Die 240 Meter lauern. Da sind sie. Haben noch drei Pins gebraucht, das ist in Ordnung. So, die Rosenhochzeit. Sieht man auch schon hier, ist das? Siehst du ja bei 30, oder? Ne, hat man schon mal. Ne, 20 hatten wir mal Porzellan, glaube ich, gewesen. 25 war. Silberne? Genau, und ich glaube, 30 müsste dann die Rosenhochzeit sein. Tippe ich jetzt einfach mal so drauf. Okay, doch nicht. 35? Nö. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 25? Auch nicht. 20 ist Porzellan gewesen. 15? Ja, Rosen sind nicht so sonderlich wertvoll. Nee, die 10. Ne, 10-Jährige kann auch nicht sein. 10-Jährige, was waren 10-Jährige gewesen? Ist die 10-Jährige Rosenhochzeit? Durchaus. 10 Jahre verheiratet ist die Rosenhochzeit. Spannend, spannend. So, Nordkorea. Eiskalt. Eiskalt. Da war Nordkorea zumindest nicht gewesen. Immer noch kalt. Ach du Kacke. Ach so, ja, ganz klar. Darunter ist direkt Südkorea. Hätte ich vielleicht mal hingucken sollen. Ist ja direkt geteilt gewesen. Oh Gott, na gut, ich wollte ja zwei. Ich weiß, ich habe zu viele Pins, deswegen muss ich mal welche raushauen. Jetzt habe ich ja immer zu viele Pins, weißt du, bin ich ja gleich fertig dann. Ist ja auch doof. Die Mittelhand. Könnte ja ein Deckknochen sein hier. Nee, nee, nee. Ist dann doch wirklich die Hand? Der hier. Ja, Tatsache. Na gut. Knapp, knapp. 0,001 mal 1000 sind 110. Eins müsste das dann sein. Cleverer wäre es bei diesem Feld, wobei die haben ein einziges festes Feld und daraus machen die ganzen Formeln. Jetzt hätte man gesagt 0,1, 0,01, 10, 100, 1000. Das wäre wirklich besser gewesen. Anstatt hier, na gut, dann müssen wir halt die 1 nehmen. Es hat nicht wirklich viel Auswahl, wo hätte man sich hätte irren können. Aber naja. Machen Sie es halt so leicht. Hongkong. Ich wollte gerade sagen Afrika, aber das war der Kongo, glaube ich, gewesen. Glaube hier irgendwo ist Kongo gewesen. Oder doch Hongkong? Weiß ich gar nicht. Bin mir echt unsicher. Nee, war nicht hier gewesen. Dann war es hier hinten irgendwo. Ich war mir gerade unsicher. Dann glaube ich doch der Kongo gewesen da hinten. So, wo haben wir denn Hongkong? Wir haben ihn ganz in der Nähe. Entweder hier. Für Kälte, also hier. Und Wärme. Er sagt mir nicht, dass das eine beschissene Hauptstadt schon wieder ist, ey. Rast dich aus. Dreckiges Game. Ja, war klar. Muss ja eine Stadt sein, eine Hauptstadt. Stadt, Hauptstadt, whatever. Weil sonst hat man zu viele Pins, weißt du? Gott, wie ich das hasse. Städte sind so lächerlich. Och nee. Na gut, machen wir das auch hier. Versuchen wir es einmal. Kroatien. Keine Ahnung. 56 Grad. Holen wir uns gleich mal 94 Grad. Schon mal recht einfach. Merkur. Ach Gott. Ernsthaft. Merkur könnte das hier vielleicht sein. Na komm, ein paar mehr Sonnenfragen, Sonnensystemfragen, warum nicht? Vuvuzela. Das ist die da. Die sind alle bei Sportfesten haben. Bei Fußballspielen meine ich. Elfenbeinküste. Oh, das war doch, weiß gar nicht, wo war es gewesen. Wir haben es doch einmal gehabt. Ich glaube, das war das gewesen, ne? Und das?
Nehmen wir das hier. Oh. Elfenbeinküste, da bin ich jetzt echt unsicher. Ein Drittel des Seils. So, und dann würde ich dann einfach mal vielleicht hier hintippen. Hier so. Könnte, na gut. Gute Frage. Ich würde vielleicht mal auf die Dinger tippen. Die waren sonst mal jetzt immer nicht dabei gewesen. Die sind jetzt gerade frisch dazugekommen. Och nee. Was Wassermann gewesen? Wenn ich wüsste, wo der ist. Hier, nee, Fische, was? Hier, was Wassermann? Gucken wir mal. Vielleicht stimmt's ja, vielleicht stimmt's nicht. So, also ein, zwei Fragen haben wir, glaube ich, noch. Ein Pudel! Das ist, glaube ich, ein Pudel, oder? Nee, das ist kein Pudel, das ist ein Pudel. Regelmäßiges Ikuseda. Dann würde ich sagen, entweder das hier oder das hier. Ich würde das da sagen. Okay, dann schauen wir mal. 88, 94, 24, 94, 90, 3%. Oh Gott, ist das traurig. Oh mein Gott, wie geil ist das denn, ey? Das regelmäßige. Schon die Frage vergessen. Das war nicht der Pudel? Bin ich doof? Ach, der Pudel ist da. Oh. Scheiße. Das hier ist doch der Pudel, oder? Hier, der. Ich kann gerade hier nicht rumscrollen. Hinter dem Beagle. Links hinter dem Beagle, da, oder? Hinter dem Dackel. Oh Gott. Ja, was ist denn das da unten für ein Viech? Das scheint kein Pudel zu sein. Das kann auch kein Pudel sein da hinten, oder? Alter. Keine Ahnung. So, von mir Sternzeichen Wassermann ganz knapp dran. Oh Gott, das ist ja genauso kacke. 3%, ein Drittel des Seils. Habe ich so verkackt? Wie kann das bitte nur 3 Grad gewesen sein? Oha. Aber gut, dass ich Kroatien gut gefunden habe. 88 Grad, sonst hätten wir es verkackt. Ja, sehr schön. Ey, das war ja super. Das war ja echt genial. Leute, dann würde ich sagen, machen wir ganz kurz Pause. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Alles gut, Hintergrundmusik und die Werbung, ne? Richtig genial. Sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei der nächsten Folge von 94 Grad. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.